Wir suchen ein Dirndl. Ja. Unsere Siegerin. Da sind sie bei uns. Ganz richtig. Genau. Die beiden Tennis-Ladies Babsi Schett und Sandra Reichel abseits vom Center Court. Sie gehen shoppen. Ihre Mission, ein Dirndl für die Gewinnerin der heurigen Upper Austria Ladies Linz. So typisch oberösterreichisch ist das Blaudruck, der Handdruck. Ja, genau. Mhm. Also mit einer Seidenschürze, wie ein Festdruck. Das ist ja typisch. Das kann man so das verändern. Also das wir haben uns gedacht, jetzt machen wir mal was ganz Traditionelles in Österreich bei diesem Turnier, denn im Ausland gibt es sowas überhaupt nicht. Es gibt ja eigentlich gar nicht so viele Länder, wo es solche typischen Trachten gibt. Neben dem Scheck, neben dem Pokal, neben den Blumen gibt es ein Dirndl und das ist ganz was Persönliches, vor allem hier von Oberösterreich. Das ist Alt-Oberösterreich. Alt-Oberösterreicher. Ein Stück Oberösterreich für die Siegerin also. Wird das Alt-Oberösterreicher? Dieses aus Seide oder doch das Weiße? Babsi Schett und Sandra Reichel entscheiden sich für diesen Klassiker. Das gefällt mir schon sehr gut. Das ist sehr schön, ja. Schürze kann man ändern, also Schürze die Farbe kann der Schürze. Variieren. Ja. In dem Fall haben wir allein den Oberteil in einem schönen Rosa, dann den getupften Rock dazu abgestimmt farblich, die gestreifte Schürze. Das ist typisch österreichisch. Ich finde auch, dass das total hier passt, Schatz. Das ist super. Und die Bären perfekt passt. Nicht, wir haben es. Unser Turnierlogo ist rosa, rosa ist weiblich und schaut irgendwie total charmant aus. Das passt zu unserem Turnier und auch dieses rosa-hellblau, das passt zu den Upper Austrian Ladies Linz. Wer dieses Dirndl bald tragen darf, steht noch nicht fest. Passen wird's aber in jedem Fall. Man kann das Dirndl auch über den Dirndl-Konfigurator auf unserer Homepage vorkonfigurieren. Es wird maßgenommen. Das Dirndl wird dann in unserer hauseigenen Schneiderei maßgefertigt und wird noch an der Kundin angepasst. Auch wenn es nur eine Gewinnerin geben wird, das Heimatwerk darf gleich zwei Kleider anpassen. Die gebürtige Tirolerin Babsi Schett ist nämlich auch fündig geworden. Ich finde es irrsinnig schön, wenn man traditionell immer wieder gekleidet ist und wenn man die Möglichkeit hat. Ich finde, dass jede Frau super in einem Dirndl ausschaut, egal welche Figur diese Frau hat. Und ich trage es selber irrsinnig gern. Mission Dirndl also erfüllt. Wer dieses Kleid schon bald tragen darf, entscheidet sich am Sonntag beim Finale der Upper Austria Ladies in der Tipps Arena.